Na dann, gucken wir uns das Städtchen mal an. Fuck. Wie lange habe ich denn geschlafen und wo sind meine verdammten Sachen? Wo ist mein Whisky? Howdy. Abend. Die verenden da, lieber. Unterschied zwischen... Guten Abend. Howdy. Diesen neuen County nehme ich an, oder? Ja, gibt's hier um die Uhrzeit noch irgendeinen Laden, der noch Klamotten verkauft? Kommen Sie mit, Sir. Dankeschön. Mein Name ist Lenny Winters. Hallo. Ich bin Deputy hier. Okay, ich zeige Ihnen jetzt, wo Sie sich ankleiden können, okay? Oh, Gesetzeshüter. Okay, danke. Yes, Sir. Gott verdammt nochmal. Sind Sie Raucher? Nein, aber... War eine lange Nacht. Ja, das kann ich, das sehe ich ihn an, ja. Wo sind wir hier eigentlich? Wie heißt dieses Städtchen? Das hier, dieses Städtchen, dieses Drecksloch, ja. Das ist Valentine, Sir. Was? Verdammt! Ein Magnet für Idioten und Hurenböcke. Oh, gut. Da bin ich ja genau richtig, perfekt. Hinter dieser Tür können Sie sich umziehen, Sir. Okay, aber nicht gucken und nicht schummeln. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, guter Herr. Ah, ich sehe, Sie haben sich umgezogen, Sir. Steht Ihnen gut? Ja, danke schön. Verdammt, sind Sie ein breiter Bastard. Ja, das war das Einzige, was in meiner Größe da ist. Okay, Sir, Sie gehen am besten. Das Erste, was Sie machen, südlich in den Heartlands, sind Pferde, wilde Pferde. Ja. Die können Sie mit dem Lasso fangen, auch zähmen. Schießen Sie sich drauf, beruhigen Sie es. Anschließend reiten Sie mit dem Pferd nach Rhodes. Dort lassen Sie es brandmarken. Vergewissern Sie sich, dass Sie genug Dollars dabei haben. Ein Morgen kostet Sie $4 zu brandmarken. In Ordnung, dann besorge ich mir mal so einen verdammten Gaul. Haben Sie am besten $17 mit dabei, ja? Dann reiten Sie nach Rhodes, da lassen Sie es brandmarken. Von Rhodes wird das Pferd dann wieder hier nach Valentine geschickt, dann haben Sie einen Gaul. Rhodes. Okay. Ja, Rhodes, ja. Hallo? Gibt's hier Lassos? $2? Das ist ja sehr geil. Okay. Was ist? Sei ruhig, Hund. Halt's Maul. Was meinst du, mich oder den Hund? Der hat den Hund beleidigt. Ich hab doch nur gesagt, halt's Maul, Hund. Ganz besonderer Hund ist das. Wieso ist der Hund so besonders? Für mich sieht das aus wie ein Hund. Wie ein nasser Hund. Riecht auch so. Aber es könnte auch am Regen liegen. Nichts für ungut. Ich mag Hunde. Wunderbar. Das nächste Mal entschuldigst du dich, Mann. Das ist blöd von der Seite anquatscht. Oh, wo gibt's die Scheiße hier? Hey, hallo! Dosenlachs. Ich kaufe einen Dosenlachs. Und ein Wasser. Guten Durst. Ah, danke schön. Scheiße. Überall da, wo ich ankomme, fängt's an zu pissen. Fuck! Ja, daran können Sie sich gewöhnen, Sir. Echt? Verregnete Städtchen? Ja. Ach, verdammt. Ja. Die schönen neuen Schuhe. Ich werde sowieso mich demnächst nicht aus Valentine verpissen. Deswegen nehmen Sie meinen Gaul so lange zum Fang. Oh, das ist sehr freundlich. Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen im County, Sir. Dankeschön. Ein schönes Pferd haben Sie da. Das ist nur eine Leihgabe. Sieht aber renntauglich aus. Ist das so? Haben Sie denn Interesse an Pferderennen? Ich weiß nicht. Ich habe gehört, damit macht man nur miese. Falls Sie Interesse haben, ich veranstalte demnächst welche. Ja, ich habe daran Interesse, wenn Sie mir sagen, was da für ein verdammtes System hintersteckt, Mann. Lass mich doch nicht verarschen. Der Gewinner? Also bei mir gibt's so, der erste bis zum dritten Platz kriegt Geld. Mit Gewinn. Der Einsatz belegt sich momentan auf $80. Ja, komm schon. $80. Das ist kein offizielles Rennen hier, oder? $80, wollen Sie mich verarschen? Ich bin gerade irgendwo aufgewacht, wo ich nicht weiß, wo ich verdammt nochmal bin. Hab keine Klamotten, hab keinen verdammten Scheiß-Whisky.
Nix. $80. Die muss ich erstmal haben. $80. So. Möchte jetzt nicht als unhöflich erscheinen, aber jetzt brauche ich meine Ruhe. Ich muss ein Pferd fangen. Sind Sie da eher der aggressivere Typ oder der, dass mit der ruhigen Hand angeht? Ich habe noch nie einen verdammten Gaul gefangen. Hey! Pferd! Hier hin! Also wenn sie... Renn nicht weg, du verdammter Gaul! Ich hab hier gerade noch was zu besprechen! Also sie können es gerne ruhig probieren. Sie nähern sich dem Pferd, versuchen es zu beruhigen und dann steigen sie auf. Das ist, finde ich persönlich, einfacher als mit dem Lasso. Weil wenn sie Pech haben, reißt sie das Pferd hinterher. Aber probieren wenn das sie Pech, wenn das Pferd Pech hat, mache ich es umgekehrt. Ich wünsche ihm viel Glück. Sie schulden mir ein verdammtes Pferd. Wunderschön. Ich schulde Ihnen ein Pferd. Nein, Sie nicht. Er hier. Ah. Toll. Wärst du nicht zu mir gekommen, wäre das Pferd noch da. Du hast es vergrault. Oh. Das tut mir natürlich leid. Ja. Mir auch. Was habe ich jetzt davon? Gib 3 Antwortmöglichkeiten. Nix. Nix. Und kein Pferd. Also ich kann dir... Hier 2 kleine Flaschen Whisky geben. Bitteschön. Gentlemen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön, das nehme ich an. Tschüss. Schönen Tag noch. Kann ich denn sonst noch behilflich sein oder wollen Sie Ihr Glück alleine weiter probieren? Ich denke, ich komme erstmal klar. Ich muss ja so einen blöden Gaul fangen. Ah, aua, 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 Gott, aua, aua, aua. Scheiße, fahr mich bloß nicht über den Haufen. Fuck. Ich kenn Sie. Hatten Sie nicht ein Pferd gehabt? Frag nicht. Scheiße. Ich bin dankbar für die angebotene Hilfe, aber ich bin einfach nur scheiße gelaunt. Der ganze verdammte Tag ist zum Kotzen. Na, das merkt man. Hier draußen ist nicht einfach, das sage ich Ihnen. Ja, das ist richtig. Also, können Sie nur Hilfe gebrauchen? Ich weiß ja nicht, was Sie mir für Hilfe anbieten wollen. Kannst du kochen? Ja. Ich hab Hunger. Ich kann Ihnen ein Stück... Ohrenlachs anbieten, wenn sie Hunger haben. Den Scheiß hab ich selber, danke. Ich weiß nicht. Kommen Sie mal her. Was? Wow, 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 so weit sind wir noch nicht. Nein. Wir können es auch abschauen machen. Ich weiß nicht, wie sehr Sie vielleicht jagdaffin sind, aber wenn Sie Ihr Pferd haben und ein bisschen mobiler sind, vielleicht können Sie hiermit was anfangen. Ich brauche das momentan nicht. Und vielleicht können Sie sich so mit Ihren ersten Dollar verdienen. Sie können diesen Bogen behalten. Okay, danke. Passen Sie auf, der... Schön. Ja, er ist gut gepflegt. Also, vielen herzlichen Dank für den Bogen. Passen Wenn Sie mal Hilfe brauchen oder so, ich kann mich gerne revanchieren, ha? Bis dann. Ja, schönen Abend noch. Ja. Ah! 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 Nein! Ah, was ist mit dem Pferd? Hilfe! Ah! Ah! Oh. Was? Alles gut. Uns geht's gut hier. Uns geht's gut. Ja, genau. Gestern gefangen. Achso, gestern. Ja gut. Da sehe ich auch, dass sie noch keinen Sattel und so haben. Deswegen bin ich zum Stall. Ach gut. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Dann sind sie ja direkt hier gleich fündig. Sagen Sie, ist die Stadt hier sehr teuer, oder?
Es ist der teuer, es geht eigentlich. Kann man sagen, es geht eigentlich. Komm ich mit 3-4 Dollar klar für den Sattel? Ich bin total blank aktuell. Auf jeden Fall, ja, das wird reichen. Gott sei Dank. Sattel 2 bis 3 Dollar eigentlich. Wenn man so ein Billigsattel, sag ich mal, nennt, kommen sie gut mit hin. Ja, ist erstmal gut für meine Eier. Hauptsache, der Eier sind gewärmt auch. Hat hier keinen Kopf. Wird alles gut, Hammer. Oh, der ist cool. Der ist irgendwie cool auf Anhieb. Den nehme ich. Der ist viel cooler. Ach komm, ist mir auch eigentlich scheißegal so. Entschuldigen Sie bitte. Ja, das so. Kennen Sie sich mit Pferden aus? Etwas, ja. Etwas. Haben Sie eine Ahnung, was das für eine Rasse sein könnte? Ich habe den Gaul vorhin gefangen, aber... Schaut mir fast aus wie ein Kentucky. Ein Kentucky. Okay. Mhm. Am Markt können Sie eine Pferdebürste kaufen für das Pferdchen, damit können Sie es striegeln. Wie komme ich da am schnellsten hin? Hier die Straße nach links folgen. Und immer weiter geradeaus eigentlich. Okay. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ist alles in Ordnung? Ach ja, Sir. Passiert mir ab und an, dass ich irgendwie von meiner Kutsche falle, obwohl ich noch gar nicht drauf sitze. Das passiert. Denken Sie nicht so weit. Scheiße, jetzt bin ich zum General Store gelaufen und hab gar kein fucking Geld. Was soll so eine blöde... Dingens auch kosten hier. 3 Dollar kostet sie das. Bitte? 3 Dollar? 3 Dollar. Ich hab weniger für meinen verdammten Sattel bezahlt. Ich muss zur Bank. Scheiße, danke. Gerne, gerne. Ich hab hier kein Konto, ich kann hier kein Dinges. Ich muss jetzt wirklich zurückreiten, weil ich kein fucking Geld habe. Das gibt's nicht. Dieses Spiel leckt mich am Arsch. Real Talk. Och Mann. Kann man die Pfeile restacken? Oh lol. Ist das nice. So, Messer. Use. Er dreht das richtig? Er dreht das richtig? Man sieht. Was? Leute, für mich ist das voll neu, ne? Ich hab das halt nicht wirklich gezockt, das Game, ne? So, ich würde gerne ein bisschen Geld abheben. Ah, howdy, Sir. Hallo. Mr. Manfred, huh? Ja, ist richtig. Haben Sie mein Pferd wiedergebracht? Ich hätte es gerne wiedergebracht, aber dann... Irgendwas hat es aufgescheucht, es tut mir sehr leid. Gottverdammte Scheiße, haben Sie wenigstens einen Gaul gefangen? Ja, habe ich, steht dort. Sagen Sie mal, ja. Ein Kentucky-Settler. In Schwarz. Ja, immerhin. Sehr schön, oder? Sehr schön. Ja, ich nehme auch an, Sie waren jagen. Sie haben einen Bogen. Ja, ja, den habe ich geschenkt bekommen. Ah, gut für Sie. Der kostet 15 Dollar. Das ist wirklich sehr gut. Mit Pfeilen sogar. Mit Pfeilen? Ja. Wie sind Sie mit dem Jagen klargekommen? Ganz entspannt. Ich glaube, schießen kann ich. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Mr. Manfred, Sie machen sich. Ich wusste es von Anfang an. Danke, danke. Aber ich muss Sie noch was fragen. Wissen Sie eventuell, wo man hier so Sachen, also in Valentine Dinge verkaufen kann, wie Fleisch, Fell und so ein Scheiß, oder? Das Fleisch konnten Sie vorher in Blackwater verkaufen, aber der Metzger ist umgezogen. Er ist jetzt nämlich in Saint-Denis. Sie haben noch eine weitere Option, aber die ist ein bisschen gefährlicher, und zwar in den Westen, in Austin. Ich kann Ihnen nur empfehlen, ja, dass Sie nach Saint-Denis gehen und das Fleisch verkaufen. Genau. Gut. Gut. Schön, dass ich ja gerade herkomme. Sehr schön, Mr. Manfred. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Passen Sie auf sich auf. Dankeschön. Kommen Sie auf mich zurück. Wir haben sogar jetzt Jagd. Gottverdammt, Hernandez, Sie reden heute wieder zu viel. 5 Dollar die Stunde. Was? Für was soll ich 5 Dollar die Stunde bezahlen? Ich wollte gerade sagen. Nein, das war einfach nur ein Scherz. Das ist mir nicht mal eine Nutte wert. Wer lässt auf Sie schon ran? Hä? Wisst was? Nee, ich überlege nur.
Sagt schon, wenn jetzt ein Faustschlag kommt, dann hätte ich dich windelweich gekloppt, das glaubst du nicht. Nö, ich überlege nur, was ich mache, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ah, weißt du, was ich mache? Weißt, was denn? Ich mache? Was machst du denn? Dein Arschloch um zwei Löcher spreizen. Das ist in Ordnung, jeder hat seinen Fetisch. Hm? Hernandez, schreien Sie nicht so rum, Gottverdammte Scheiße. Der kleine Hernandez hat eh so einen kleinen Fetisch. Ist das so? Ja, das ist ganz normal. Ey, oh, Junge, ich bin zu klein. Ja. Leck mich doch am Arsch. Sehr ungern, aber danke fürs Angebot. Na, kommen Sie drauf zurück. Nein. Wie Sie aussehen, passt das auch. Du. Ja. Darf ich mitmachen? Misch dich ein und ich klau dich auch in die Fresse. So. Kommt her. Denkt ihr, wer ihr seid? Alter, wie geil das hier einfach aussieht, Mann. Ja, das kommt davon, wenn man die verdammten Biester nicht anbindet. Ruhig, beruhig dich. Nee, du trittst mich. Hör auf. Scheiße. So, entschuldige. Alles gut, nichts passiert. Naja, gut, also es bringt schon Geld, aber halt, wenn man dann mehr jagt, ne? Also jagen gehen macht, glaube ich, schon Sinn. Fleisch und so hier verkaufen? Das war ganz okay gerade. Dreimal Fleisch? Das passt schon irgendwie. Wie kann ich denn das, was... Ah! Mann, Scheiße, beruhig dich! Fuck! Entschuldige. Entschuldigung angenommen, Sir. Perfekt, dann bis demnächst. Alles klar. Nein, die Frage wäre, bitte. Ich habe hier auf meinem Pferd hinten so ein bisschen Ledergedöns drauflegen. Ja. Muss ich dafür noch Strawberry oder kann ich das auch hier irgendwo verkaufen? Wissen Sie das? Sie müssen damit tatsächlich noch Strawberry, Sir. Hey, relax. Er hat dir da gar nichts getan. Er wollte nur mal gucken. Ist okay, ja, ist okay. Hey, gut, hey, 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 beruhig dich. Alles gut. Wie bitte, Sir? Sie sollten Ihre Pferde wegschicken. Oder anbinden. Es war angebunden. Und zwischendrin immer mal wieder draufsetzen und streicheln, ja? Ja. Lippen die immer aus. Also, Sir, nach Strawberry müssen Sie. Scheiße. Okay, weiß ich Bescheid. Danke, danke. Ja. Perfekt. Da wollen Sie Ihr Fell verkaufen? Ja, genau. Der Kerl hat Ihnen gesagt, Sie sollen nach Strawberry reiten? Ja. Hm. Machen Sie das nicht, Mister. Sondern? Ist doch viel zu weit. Wo kriege ich denn das, was auf dem Arsch von dem Gaul hier liegt, weg? Warten Sie. Gucken Sie mal auf meine Fallkarte. Ja, bitte. Gehen Sie mal von hier aus Richtung Norden, nach Van Horn. Sehen Sie das? Weit in Richtung Norden, oder? Richtung Van Horn am Fluss entlang hier. Ja, Van Horn, ja. Sehen Sie? Ja. Ja, ich sehe schon, ja, perfekt. Ja, Sie müssen einfach die Nase ein bisschen näher ranstecken. Ja. Den wenigsten fällt das auf. Tatsächlich. Wir reiten immer von hier nach Strawberry. So. Ja, Space zum Verkaufen ist vielleicht an der Stelle nicht so geil. Ja, $2 hat's gebracht, ne? Ach komm, was soll's. So, jetzt habe ich wahrscheinlich nichts mehr zum so essen. Genau.